Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren angespielt Mirrodin War heißt diese App und wurde mir natürlich selbstverständlich wieder vorgeschlagen. Wir gucken mal in den Settings. Okay, also Englisch oder Japanisch anscheinend kann man als, doch Japanisch, glaube ich, als Sprache auswählen. First Campaign, Singles Training. Ich würde sagen, wir fangen damit mal an. Normal, schwer oder höllisch, Abyss. Ich würde sagen, wir machen einfach auf normal und schauen, was hier so abgeht. Es scheint ein rundenbasiertes Spiel zu sein, ne? So time-mäßig, hier unten seht ihr. Wobei doch nicht. Ne, muss nicht unbedingt rundenmäßig sein. So, die kämpfen jetzt also gegeneinander, Einheiten werden rausgesendet. Und die kämpfen jetzt nacheinander. Und meine scheinen zu sterben. Meine sind die roten, glaube ich. Ja, meine sterben. Easy going. Ich glaube, meine sind die roten. Ich habe ja von links geschaut. Okay, oben links seht ihr jetzt, dass ich für bestimmtes Gold neue Einheiten rufen kann. Und der Gegner so gesehen eigentlich auch. Er macht's auch. Ach guck mal, ich kann nur noch Einheiten schicken, oder wie? Ja. Jetzt kann ich hier wieder neue schicken. Jetzt kann ich Mumien zum Beispiel schicken. Veteranen, das sind ganz normal Newbies gewesen. Hier gibt es Veteranen, Zombies, Samurai, Swordman, Ninja. Wir machen gleich mal Ninja. Hier haben wir ein paar Novizen, Heavy Sword, Monk, Vampire und so weiter. Also eine ganze Menge gibt es. Und man hat dann ein bestimmtes Gold übrig jedes Mal. Ich glaube, wir kriegen jetzt 1014 Gold dazu, wie ich das so richtig sehe. Oder? Nee, nicht ganz. Nee, nicht ganz. Ich weiß nicht, wie viel Gold wir da mal haben. Wenn wir mal haben. Okay, wir kriegen immer Geld, wenn der Zeiger hier oben auf Null ist. Drag up Unit. Okay. Ups. Habe ich auf Exit gedrückt? Wollte ich jetzt gar nicht. Habe ich auf Exit gedrückt? Was habe ich denn getan? Mach nochmal bitte, ich möchte das nochmal trainieren. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mit den Mumien direkt an. Können ein paar davon beschwören. Alter, warum ruckelt das auf einmal so? Jetzt geht's wieder. Beim nächsten Mal machen wir die Ninjas hier. Was ist Ninjas? Ja, Ninjas. Was machen die eigentlich? 115 HP, eine Armor, Armor-Type Armor. Das heißt also, die sind, okay, ich habe verloren irgendwie gegen die. Movement Speed, Damage vs. Light, Damage vs. Armor und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, wir machen trotzdem nebenbei. Hier machen wir die hier. Auch wenn sie jetzt von meinem Tower weggesnipt, was habe ich hier von gedrückt? Ach, hier tatsächlich Quit Game habe ich gedrückt. Aber wie komme ich hier wieder raus? Achso, Close Help. Achso, eine Scheiße. Dabei war ich vorhin so gut. So, er macht jetzt Novizen. Kann ich theoretisch auch machen. Boah, die werden aber weggesniped. Ich mache Ninjas. In 13 Sekunden. Ja, man kann natürlich auch hier automatisch machen, ne? Das geht auch, also. Ich glaube, das automatisch. Ne, das automatisch bezieht sich nur auf die Kamera, nicht auf die. Nicht auf die Einheiten. Und wir kriegen jedes Mal, wenn wir Einheiten rausschicken, immer mehr Geld dazu. Oh mein Gott, wir werden so gefuckt gerade. Achso, durch den Tower, glaube ich, auch noch. Ja, das ist ein komisches Spiel. Vampire. Ja, wir müssen mal gucken, was jetzt gegen diese Fotzen so gut ist. Nee, Novizen. Immortal! Kostet allerdings 385 Gold. Aber wir kriegen auch 25 Gold per Recruit zurück. Aber der Gegner verliert ein bisschen HP. Oben seht ihr die HP-Leiste. Der Gegner schmilzt hier so vor sich hin. Und jetzt kommen hier die schönen Reiter. Ja, eigentlich so 5. Das ist jetzt nicht allzu viel, was hier kommt. Aber der hat relativ viel Kosten. Mage kostet auch 230. Ein Iron Knight. Ein Dreadlord. Und halt hier nochmal. Achso, weiß nicht, was das ist. Ah, ich würde sagen, wir machen nochmal. Oh mein Gott, sind das viele. Machen wir jetzt. Ich glaube, ich nehme die Armor-Dinger mit, ist okay. Dass ich mal ein bisschen tanken, weißt du, während die ja alle sterben. Aber ich kann jetzt natürlich extrem viele Units rufen. Was kriege ich hier an Gold? 7 Gold pro Rekrut kriege ich hier dazu allen an Income. Und hier kriege ich 8 Gold pro Einheit. Heißt also, je mehr ich davon rufe, desto mehr Gold kriege ich dann halt immer wieder.
Gehen das ja schon bei 1497, weil er sehr viel von diesen hässlichen kleinen Monstern, Viechern, Kackdingern ruft. Die natürlich sehr, sehr ätzend sind. Ich kann auch gleich mal... Ja, das ist natürlich doof, dass ich nicht mehr über Novizen beschwören. Ich habe jetzt noch genug... Eigentlich habe ich noch genug Einheiten hier vorne rumstehen, dass die Fernkämpfer hier ruhig sein können. Beim nächsten Mal Ninjas nochmal. Ihr seht ja die ganze Zeit 1756, 1508. Er hat schon wieder so viele gerufen. Bam, jetzt haben sie mal richtig von hinten weggesnackt, die Gegner. Ich werfe mir hier die Arme. Ne? Weiß es nicht. Samurai? Ich glaube, ich kann die ganze Zeit auch die rufen, das wäre auch kein Ding. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier 5 Millionen Income gefühlt. Also ich weiß nicht, irgendwie scheint es ja unendlich weiterzugehen, ne? Ich meine, ich kann ja nicht kontern, weil alle 30 Sekunden und innerhalb dieser 30 Sekunden, ich meine, er hat so viele Einheiten, ne? Guck das mal an, holy shit. Alter, der hat mich gefickt, hat der Typ mich. Der Typ hat mich richtig gefickt. Ich hätte es genauso machen sollen wie er, einfach mal die gleiche Scheiße hier rufen. Also kannst du überhaupt gar nicht gewinnen. Du kannst den Gegner wirklich mit diesen Noob-Einheiten überrennen. Der killt mich. Das ist lost. Er hat keine Ahnung. 37 Milliarden Einheiten jedes Mal. Und er schickt jetzt natürlich noch wesentlich mehr. Ihr seht hier die ganze Zeit, wie viele Einheiten er ruft. Hier die ganze Zeit, ne? Der hat überhaupt kein Problem damit. Jetzt natürlich verteidige ich mich ein bisschen mehr wieder an unserem Tower. Der kann auch noch ein bisschen angreifen. Greift er an? Das greift er nicht mehr an. Jetzt kommt Samurai. Das kann ich aber auch. Na, ich bleib bei den Swordsmen, glaube ich. Na, jetzt werden wir wieder abgeballert. Das ist ein interessantes Spiel. Nicht. Natürlich kann ich hier unendlich viele von diesen aufrufen und der macht natürlich genauso das gleiche. Also. Irgendwie lohnt sich das nicht so viel. Gerade ist gerade im Normalmodus. Stell ich noch auf Abyssal vor oder so. Holy shit. Ich kenne jetzt natürlich auch Kavallerie und so weiter. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Vampir. Das sind ja keine Nicht-Einheiten, die Gegner. Ich hab mal hier meine Kavallerie rufen. Alter, ist schnell. Ach, sind Gegner, lol. Ah, da wird er umgeschnetzelt. War ihr hässlichen Kackviecher. Oh, komm, dann kommen die Fotzen, die Novizen. Aber die werden auch mega umgeschnetzelt. Aber es kommen so einfach so viele. Es kommen so viele, das ist unglaublich. Aber mit meinen Reitern bin ich immer gar nicht so schlecht. Die ballern ziemlich viele um von den Gegnern. Aber jetzt noch 3401 Income wieder. Das ist eine komische App. Ja, okay, das war ein Fail, die hier zu schicken, glaube ich. Ja, guck mal, man kann zwischendurch auch noch switchen. Das ist ja nice. Alter, jetzt hat er hier noch die anderen, noch stärkere Vampire oder irgendwie sowas in der Art geschickt. Hier, die Mage hat jetzt, glaube ich, noch geschickt. Was ist denn das hier? Heavy Sword. Ja, guck mal, ich gehe ziemlich gut ab, ne? Also meine Einheiten und so. Ja? Einfach easy going. Was kann ich schicken? Mal noch ein paar Ninjas mit dahinterher. Man weiß auch nicht, was der Gegner schickt, weißt du? Weiß halt nicht. Er schickt halt Millionen Einheiten und so. Und der kontert mich halt immer, weil ich habe keine Ahnung, was ich da kontern kann. Alter, kommen hier viele. Holy fuck, ey. Aber eben halt genauso. Ne, wobei, er hat nur die hier. Er hat nur diese starken Ritter gehabt. Mehr hat er nicht. Machen wir die Samurai hier. Oder Heavy Sword. Alter, der killt mich ja fast mit denen. Was sind das für Mistgurken, Alter? Hier sind diese Iron Knights, ne? Ey, guckt euch das an, Mann. Das ist eine komische App. Das ist eine echt merkwürdige App. So, wir werden hier gleich mal... Dreadlord? Was haben wir hier? Highlord! 1500 Gold. Ich könnte 3 Stück beschwören. 2 Stück leider nur. Hiervon könnte ich 5 Stück, 4 Stück raushauen. Ah, wir werden mal gleich hier den raushauen. 2 Stück davon, wobei ich weiß nicht, ob die überhaupt, na, ob das was bringt. 1200 habe ich schon gut, aber mal gucken. Ich habe nur 199 Gold, okay, jetzt habe ich alle rausgehauen. Ey, was ist das für ein Penner? Ich habe seine Nix ein bisschen angegriffen, sein Haus, und da ist jetzt mit meine Iron Lords hier, meine Dread Knights, sind schon wieder tot. High Lord heißen die Dinger. Ja, also irgendwie bringt das nicht so wirklich das Gefühl. Irgendwie bringt es das nicht so viel. Ich meine, er hat schon wieder 1000 Goldeinkommen mehr als ich. 1000. Ich schicke ja zwar wieder 5 Millionen Einheiten vor, aber was hat der jetzt schon wieder? Also diese Viecher hier.
Der Iron Knight 500 HP und so. Oh, Mage jetzt. In 6 Sekunden. Ja, also irgendwie komme ich hier nicht voran, ne, mit der App. Ich glaube, das ist alles, was die App beinhaltet. Diese unendlich langen Kämpfe. Kommt, bam, 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 bam. Oh ja, ja, schön. Die wurden nice, easy abgeschnitzelt. Weggebrannt, die Viecher. Was haben wir hier? Immortal schon wieder. Achso. Kavallerie. Ja. 600 Gold habe ich noch einen Unterschied. Also ich habe ordentlich aufgeholt. Aber der Mage so krass. Ich nehme mal lieber. Lieber dir mit, glaube ich. Also ich kann das doch nicht gewinnen, ne? Ich kann das nicht gewinnen. Der Gegner schickt einfach viel zu viel rauf. Ich finde die App schwachsinnig. Ehrlich, nee, ich kann das noch nicht weiterspielen. Bringt's ja gar nicht. What the fuck? Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich habe ein bisschen angreifen können, aber nachdem, wenn man einen allerdings verkackt, dann was ist es gewesen eigentlich? Wenn du eine Kombination verkackst. Du musst wirklich erstmal auf mega auf pur Gold-Income reinballern. Und dann, ja, Multiplayer wird wahrscheinlich funktionieren, aber doch hier. Ich will gar kein Multiplayer spielen, what the fuck, ich wollte es nur gucken. Eigentlich will ich kein Multiplayer spielen. Ja, ja, ja. Multiplayer, zeig dich. Okay, Multiplayer will nicht connecten, glaube ich. Ja, meine lieben Freunde, das war's gewesen. Ja, Connection Fade, dachte ich mir. Mit dem angespielt zum Mirrodin War First Campaign, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wo hier der Sinn ist. Aber das war's vom Angespielt gewesen. 12 Minuten jetzt gespielt. Unglaublich. Dann im nächsten Mal sehen wir uns wieder bei Angespielt. Wer es spielen möchte, in der Videobeschreibung sind die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!